So, hallo allerseits. Wir kommen jetzt zum Ende des Themas Max Flow, maximales Flussproblem. Hat ein bisschen gedauert, aber ich will vielleicht nochmal generell dazu sagen, das Ziel der effizienten Graphenalgorithmen in dieser Vorlesung ist ähnlich auch wie bei der GDI2, zumindest so wie ich die GDI2 ausrichte, nicht unbedingt für möglichst viele verschiedene algorithmische Probleme jetzt irgendwelche Lösungsalgorithmen zu präsentieren, sondern das Ziel ist eher, möglichst viele Ideen aufzuzeigen, algorithmische Ideen, wie ein Algorithmus aussehen kann, welche Möglichkeiten es da geben kann, Ideen auch, wie so Korrektheitsbeweise, Komplexitätsbeweise aussehen können, auch Ideen zum Vergleich zwischen Algorithmen. Wie geht der eine Algorithmus vor? Wie geht der andere Algorithmus vor? Und dafür ist es jetzt nicht notwendig, unbedingt eine ganze lange Liste von algorithmischen Problemen eins nach dem anderen abzuhandeln, sondern es ist vielleicht sogar eher zielführend, so wie hier, die klassischen algorithmischen Probleme, an denen sich viele, viele sehr, sehr kluge Leute versucht haben mit den entsprechenden klugen Ergebnissen. Und vielleicht sogar ganz gut, wenn es relativ wenige verschiedene Problemstellungen sind, um eben den Vergleich zu haben auf derselben Problemstellung, verschiedene algorithmische Ideen, die Sie vielleicht dann absorbieren, adoptieren können, in den Hinterkopf packen können, die Ihnen helfen, vielleicht andere algorithmische Ansätze, die Ihnen irgendwann mal über den Weg kommen, besser zu verstehen, für andere Problemstellungen, die Ihnen vielleicht sogar helfen können, selbst wenn Sie vor dem Problem stehen, algorithmische Ansätze für eine Problemstellung zu entwickeln. Hier in effizienten Graphenalgorithmen, um das nochmal klar zu machen, geht es um den schönen Bereich der Algorithmik. Problemstellungen, die irgendwie eine schöne Natur haben und dementsprechend auch für die es sehr effiziente polynomiale Algorithmen geht. Im Gegensatz dazu geht es bei den Optimierungsalgorithmen im die jetzt parallel laufen, eher um den hässlichen, aber leider durchaus realen Fall, dass die Probleme sehr schwer sind und nicht so richtig gut vernünftig, also sehr viele Details enthalten. Hier geht es um Grundroutinen, die aber wiederum dann sehr häufig bei echten Problemen, um Grundprobleme, die aber sehr häufig bei echten Problemen, wie sie in Optimierungsalgorithmen betrachtet werden, dann tatsächlich als Teilprobleme vorkommen und als diese Teilprobleme doch auch exakt mit schönen, effizienten Algorithmen gelöst werden können, was dann wiederum sehr, sehr stark hilft, das eigentliche, das große Problem zu lösen. Und natürlich, das kennen Sie auch von der GDI2, sortieren und so weiter, sind diese schönen Problemstellungen auch für sich durchaus wertvoll. Beispielsweise das Max-Flow-Problem wurde unabhängig von der Entwicklung in der westlichen Wissenschaft in den 70er Jahren sehr intensiv von dem Herrn Dinitz und anderen betrachtet, von dem hatte ich ja das letzte Mal seinen algorithmischen Ansatz erläutert, im Hinblick auf tatsächliche, konkrete, reale logistische Probleme, die ihm da in der Sowjetunion gestellt worden sind. Ja, wir reden hier nicht unbedingt von Spielereien. So, der letzte Ansatz, der völlig anders verläuft, als wir die anderen Ansätze gesehen haben, dahingehend, wenn wir nochmal auf die Invarianten schauen, dass wir nicht als Invariante haben, dass wir einen zulässigen Fluss haben, der die Kapazitätsbeschränkungen und die Flusserhaltungsbedingungen einhält zwischen zwei Iterationen, sondern es werden nur die Kapazitätsbeschränkungen eingehalten. Die Flusserhaltungsbedingungen werden systematisch in eine Richtung, können in eine Richtung systematisch verletzt werden, nämlich in die Richtung, dass in einen Zwischenknoten, der nicht Start- und nicht Zielknoten ist, mehr Fluss reinfließen darf als rausfließt. Also umgekehrt nicht, aber so rum. Ist es möglich, die Flusserhaltungsbedingungen zu verletzen. Und das ist dieser Preflow. Und was ich auch gesagt habe, was eigentlich eine Invariante ist, die aber hier nicht unbedingt sichtbar ist in der Liste der Invarianten,
dieser Fluss, der gar kein Fluss ist, sondern nur ein Preflow, ein Präfluss, ist immer optimal. Das heißt, wir haben immer einen optimalen, aber nicht zulässigen Fluss und ganz am Ende wird dieser Fluss auch zulässig sein und dann ist er eben optimal und zulässig. Optimalität ausgedrückt durch das Max-Flowman-Cut-Theorem, dass es immer einen saturierten Schnitt gibt, der von S nach T, also der von S nach T saturiert ist, der die beiden voneinander trennt. So, das sehen Sie hier aber nicht, weil das Ganze, aber wir werden darauf zurückkommen. Was wir hier haben, sind die aktiven Knoten, die wir noch separat speichern, in einer Menge, die ich fantasielos S genannt habe. Das sind die aktiven Knoten, das sind die Zwischenknoten zwischen S und T, wo tatsächlich mehr Fluss reinfließt als rausfließt, also wo noch repariert werden muss. Und wir haben hier in Punkt 3 einen alten Bekannten, Valid Distance Labeling. Das ist eine systematische Unterschätzung der echten Distanzen im Residualgraphen von jedem Knoten nach T. T selber hat immer den Wert 0. Und wir hatten das schon, komme ich da jetzt hin mit, ist die Verbindung da? Probieren wir mal, ja. Wir hatten das schon, Valid Distance Labeling, dass wir die Distanz 0 haben von T zu sich selber und dass wir eine Eigenschaft haben, die echten Distanzen erfüllen, dass für jede Kante der Distanzwert des Startknotens der Kante höchstens 1 höher ist als der Distanzwert des Zielknotens der Kante. Distanzen immer als Anzahl der Kanten genommen im Residualgraphen. So, jetzt muss ich da wieder zurück, wo wir eigentlich hin wollten, wo wir eigentlich sind. Das hatte ich schon beim letzten Mal versucht heuristisch zu erklären. Dieses Valid Distance Labeling, das soll steuern, dass dieser Überfluss, den es an diesen aktiven Knoten gibt, dass der, wenn es irgendwie geht, nach T weiterfließt und nur dann, wenn es nicht mehr nach T weitergeht, fließt dieser Fluss zurück nach S. Wir haben hier noch einen weiteren Punkt dabei, nämlich, dass die Distanz von S gleich Knotenzahl ist. Und hier drin kodiert, das ist unten irgendwo im Beweis drin, das will ich aber jetzt hier vielleicht so sagen, hier drin kodiert ist die Optimalität, dass tatsächlich ein saturierter Schnitt zwischen S und T ist, liegt. Ich weiß nicht, ob ich dazu schon ein Bild an der Tafel hatte, aber ich will, irgendwie kommt es mir dunkel bekannt vor, aber es kann auch sein, dass ich mich gerade im Semester irre, dass ich das im letzten Jahr das Bild aufgezeichnet habe, aber es kann nicht schaden, Bilder nochmal zu zeichnen. So, wir haben S, wir haben hier irgendwo S und wir gehen davon aus, zum Beweis des Gegenteils, dass es einen flusserhöhenden Pfad von S nach T gibt. Ja, wir wissen vom Max-Flowman-Cut-Theorem, das ist genau äquivalent damit, dass der Fluss nicht maximal ist. So, jetzt tragen wir mal die Valid-Distance-Werte ab. Diese D-Werte. Bei T ist es klar, es ist 0. So ist es definiert und so wird es auch, also der Wert von T wird niemals geändert werden während des Algorithmus. Beim nächsten Knoten davor wissen wir jetzt nicht ganz genau, wie hoch er ist, aber wir wissen, er ist kleiner gleich 1. Ja, das ist die Ungleichung bei der Definition des Valid Distance Labelings, dass dieser das von einer Kante der Startknoten höchstens ein höheres Label hat als der Zielknoten dieser Kante. Und das können wir fortsetzen, kleiner gleich 2, kleiner gleich 3 und so weiter und so fort. Und hier bei n wissen wir wieder durch Setzung, wie der Wert ist. Bei S wissen wir, wie durch Setzung der Wert ist, nämlich genau n. Und wenn Sie sich das Bild betrachten, hier vielleicht nochmal kleiner gleich 4, so, das geht nicht auf. Ja, wir können ohne Einschränkung sagen, wenn es einen flusserhöhenden Pfad gibt, gibt es auch einen ohne Zykel.
und der hat höchstens n-1 Kanten. Das geht nicht auf, dass hier kleiner gleich 1, kleiner gleich 2 und so weiter, dass dann am Ende kleiner gleich n-1 rauskommt, sondern n. Das heißt also, wenn das Valid Distance sind, wenn wir diese Invariante durchhalten, ja, wir müssen dafür sorgen, dass der Algorithmus diese Invariante durchhält. Wenn der Algorithmus diese Invariante durchhält, dann hält er automatisch aufgrund dieser Logik durch, dass es keinen flusserhöhenden Pfad geben kann. Das ist immer ein, was äquivalent dazu ist, dass es immer einen saturierten Schnitt gibt von S nach T, wo nicht mehr rüberfließen kann. So, mal schnell fotografiert. Und gut. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz gelungen, das Bild. Ich muss es nochmal machen. Okay, das ist gelungen. Gut, das ist die Idee. So, wie gehen wir jetzt vor? Anfang ist im Prinzip einfach. Wir packen so viel Fluss auf die Kanten, die von S rausgehen, wie raufpasst, nämlich Kapazität. Und bei den Kanten, die nach S reingehen, die sind ja durchaus möglich, die haben wir nicht ausgeschlossen, da packen wir 0 rein. Das heißt also, wir haben einen ersten saturierten Schnitt, S und der Rest des Netzwerks bilden einen saturierten Schnitt. Und die Distanzen setzen wir entsprechend, dass wir S, den Distanzwert, den D-Wert von S auf N setzen, wie es ja gefordert ist in der Invariante. Und alle anderen Distanzwerte setzen wir einfach auf die realen Distanzen von T aus. In Bezug auf Anzahl von Kanten, die man mindestens braucht, um von diesem Knoten nach T zu kommen im Residualgraphen. Also am Anfang, wenn die Flusswerte alle 0 sind, im echten Graphen. Und damit ist das ein Valid Distance Labeling. Für alle Knoten ohne S ist es ein Valid Distance Labeling. Also für alle Kanten, außer denen, die mit S zu tun haben, ist es offensichtlich erfüllt, weil die echten Distanzen die Eigenschaften des Valid Distance Labelings erfüllen. Für S ist nichts zu zeigen, weil S ist durch diesen saturierten Schnitt ist S aus dem Spiel raus. Es gibt keine wir gucken sich eine Kante an, die aus S rausgeht, die ist saturiert. Da ist nicht im Residualgraphen drin, das heißt, ist nichts ausgesagt, ist nichts gefordert durch das Valid Distance Labeling. Und die Rückwärtskanten, da ist das Problem überhaupt nicht gegeben, weil die Distanz, die echten Distanz, wenn Sie eine Rückwärtskante haben nach S rein, dieser Knoten kann nur weniger als Label N haben, als Distanz nach T. Und das widerspricht der Definition von Valid Distance Labelings überhaupt nicht. So, wie geht der Induktionsschritt? Also sprich einen Schritt der Iteration. Wir haben jetzt, was ist die Abbruchbedingung? Die Abbruchbedingung ist, wenn es keine aktiven Knoten mehr gibt. Das heißt, wenn für jeden Knoten Summe reingehende Flüsse gleich Summe rausgehende Flüsse ist. Für jeden Zwischenknoten außer S und T, versteht sich. So, das ist die Abbruchbedingung. Und wir haben jetzt gesehen, dann sind wir fertig, weil es ist dann ein zulässiger Fluss und diese Bedingung, dass es keinen flusserhöhenden Pfad gibt, ist durchgehalten worden. So, also, wenn wir nicht abbrechen, gibt es aktive Knoten noch und wir nehmen uns irgendeinen her und versuchen, den Überfluss, der da drauf ist, von diesem Knoten aus abwärts weiter zu transportieren. Eine Kante, ja, in jeder Iteration wird Fluss auf einer Kante verändert. Und damit natürlich die Überflüsse an den beiden beteiligten Knoten. Wir nehmen uns einen aktiven Knoten her und wir suchen uns eine admissible, eine zulässige Kante. Eine zulässige Kante ist da, wo es tatsächlich einen Schritt abwärts geht. Die Bedingung für Valid Distance Labeling ist einfach kleiner gleich und hier ist es wirklich gleich. Also der Zielknoten der Kante ist genau eins kleiner, ist kleiner und damit genau eins kleiner
als der Startknoten der Kante, eins tiefer. Ja? Ich hatte letztes Mal von der Intuition gesprochen, dass Flüsse immer abwärts fließen und wenn es von einem Knoten aus keinen Abwärtsfluss mehr Möglichkeit mehr gibt, wird dieser Knoten erhöht, der D-Wert wird erhöht. So, was passiert? Wir haben hier, das kennen wir von anderen Algorithmen, wie beispielsweise DFS, dass wir immer eine aktuelle Kante in der Liste der aus diesem Knoten rausgehenden Kanten haben, aus Laufzeitgründen. Wir könnten uns auch irgendeine admissible arc suchen, aber dann müssten wir jedes Mal wieder neu die Liste der rausgehenden Kanten durchsuchen. Das ist nicht notwendig, sondern wir haben immer die Invariante dabei, dass vor der aktuellen Kante keine admissible arc mehr ist, sodass wir also wissen, wir können immer nach vorne weitersuchen, vorwärts weitersuchen. So, wir gehen weiter und entweder kommen wir ans Ende der Liste, das ist der Fall, der Otherwise-Fall unter 4, oder wir finden eine solche admissible arc, eine Kante, eine zulässige Kante, wo der Zielknoten 1 tiefer ist als der Knoten V, den wir uns hergenommen haben, sodass wir also backup Fluss fließen lassen können. Das ist der Fall 3 hier. Wir sind durchgelaufen, aber sind nicht bis ans Ende der Liste gelaufen, nicht übers Ende der Liste hinaus, not void, sondern haben eine Kante, sind auf einer Kante stehen geblieben und nach Abbruchbedingung dieser Suche ist diese Kante admissible. Hat Zielknoten W, irgendeinen Namen müssen wir dem geben. So, wenn W gleich S ist, machen wir natürlich irgendwie nichts weiter. Doch, da machen wir natürlich schon etwas, aber was wir nicht machen, ist, dass wir S in die aktiven Knoten reinsetzen, in die Menge der aktiven Knoten reinsetzen. S ist per Definition kein aktiver Knoten, also den Fall müssen wir aussparen. Und wir müssen auch noch gucken, wenn dieser Zielknoten W Überschuss hat, dann ist er natürlich schon in S. Dann brauchen wir ihn nicht in S noch einfügen. Wenn er jetzt keinen Überschuss hat, dann fügen wir ihn in S ein, damit die Invariante gewahrt bleibt. In S sind alle aktiven Knoten drin, in Klammern natürlich jeder nur einmal. Es ist eine Menge, es ist ein Set. Also keine Mehrfachvorkommen. So, jetzt schicken wir so viel wie möglich Fluss über diese Kante von V nach W. Wie viel dürfen wir? Naja, wir dürfen natürlich nicht mehr als die Restkapazität, so wie wir das immer bei allen Flow-Problemen hatten, bei allen Algorithmen hatten, nicht mehr als die Restkapazität. Aber natürlich auch nicht mehr als der Überschuss, der an der Startknoten dran ist. Ja? Denn wir haben die Invariante, es soll immer ein Präfluss sein. Das heißt also, es darf nicht mehr rausfließen als rein aus dem Knoten V. Das heißt also, wenn wir den Überschuss vollständig abgebaut haben an V, müssen wir stoppen. Nicht mehr zusätzlich aus V rausschicken, als an Überschuss da ist. Logisch eigentlich, nicht? So, jetzt müssen wir die Überschüsse bei W und V adjustieren, um dafür zu sorgen, dass die Überschüsse, also die speichern wir uns als zusätzliche Variablen einfach, damit wir nicht jedes Mal wieder Summe reingehende Flüsse minus Summe rausgehende Flüsse uns berechnen müssen, sondern die merken wir uns. Und Sie sehen ja hier, dass das keine zusätzliche asymptotische Komplexität kostet, wenn wir bei jedem Update-Schritt der Flusswerte auch in die zugehörigen Überschusswerte mit updaten. Und jetzt kann es sein, dass V den Überschuss verloren hat. In dem Fall schmeißen wir V aus dieser Liste raus, denn S sind die aktiven Knoten, V wird dann nicht mehr aktiv. Wenn V nicht seinen ganzen Überschuss verloren hat dadurch, wenn der Flaschenhals bei der residualen Kapazität der Kante lag, dann bleibt natürlich V drin. So, wenn Sie das sich nochmal versuchen zu vergegenwärtigen, vielleicht nicht jetzt unmittelbar, aber später, bin ich mir sicher, Sie werden mir zustimmen, dass das eigentlich eine ganz logische Abfolge von Schritten ist. Fluss erhöhen plus ein bisschen Bürokratie, sage ich mal so. Also S verwalten, S updaten und die Überschüsse an den beiden Knoten updaten. Aber der Punkt, der das alles ausgelöst hat,
ist die Erhöhung des Flusses entlang dieser Kante, wie Sie das ja immer schon sogar entlang von Faden gesehen haben. So, jetzt kann es aber passieren, dass keine Admissible Arc da ist. Dass es also nicht möglich ist, von dieser Kante, von diesem Knoten aus den Überfluss, der noch da ist, der positiv ist, über irgendeine Kante einen Schritt tiefer weiterzuschicken. Und in dem Fall passiert das, was ich eben gesagt hatte, nämlich das Label hier des Knotens V. Dieser Knoten V wird nach unserer Intuition erhöht. Die Höhe wird erweitert. Wie hoch? Ich sehe, das sollte ich abändern. Das ist etwas unintuitiv, dass ich den Minimal Label D-Max nenne. Ich sollte ihn D-Min nennen. Weiß nicht, was mich da geritten hat, den D-Max zu nennen. Ist ja auch egal. Ich denke, diesen Abstraktionsschritt werden wir gemeinsam gehen können. Max und Min hier, Sie sind ja aus der Mathematik damit vertraut, dass man, ja nicht nur so Mathematik, nicht? Denken Sie beispielsweise an die Chemie, wo Alkohol anders definiert ist als im Alltagsleben. Nicht völlig anders, aber doch anders. Also jedenfalls nach dem Chemieunterricht, den ich genossen habe. Vielleicht gibt es ja bei Ihnen inzwischen anderen Chemieunterricht oder eine andere Begriffsdefinition in der Chemie. Sie wissen, wovon ich rede, oder? Also nicht, wovon ich rede, wenn ich Alkohol sage, sondern eben die chemische Definition von Alkohol. So, ich gucke mir an, was gibt es denn für Label bei potenziellen Zielknoten, wo man noch Flüsse rüberschicken könnte aufgrund der residualen Kapazität, aber eben nicht, weil sie nicht niedriger liegen. Nehme mir das Minimum und setze die Höhe von V um 1 niedriger. So, bisher habe ich immer in Prüfungen immer gerne gefragt, wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass ich da Max geschrieben habe, warum das denn das Minimum von denen, warum nicht das Maximum plus 1? Antwort ist, wir müssen hier sehr konservativ erhöhen, konservativ nicht im politischen Sinne, sondern im, ich weiß nicht wie Sinne, also möglichst wenig, vorsichtig erhöhen, weil wenn wir auch nur die Höhe von V, den D-Wert von V auch nur um 1 höher setzen würde, dann würde diese Kante, bei der das Minimum angenommen werden, schon nicht mehr das Valid Distance Labeling erfüllen. Die Distanz wäre nicht mehr 1, sondern 2, was nicht erlaubt ist. Und das ist der Punkt, ich hatte vorhin gesagt, wenn wir nur das Valid Distance Labeling erfüllen, dann haben wir damit implizit, ohne es uns darum kümmern zu müssen, haben wir damit implizit die zusätzliche, redundante Invariante erfüllt, dass es keinen flusserhöhenden Pfad von S nach T geht. Das ist der Punkt hier, an dieser Stelle, wo wir durch diese sehr konservative Setzung dafür sorgen, dass es immer ein Valid Distance Labeling bleibt. Dass keine einzige Kante im Residualgraphen diese Bedingung eines Valid Distance Labelings widerspricht. So, und das ist der Fall, da sind wir ja ans Ende der Liste gekommen, da beginnt das Spiel mit den Admissible Arcs wieder von vorne. Ja? Bis dahin, das können Sie sich leicht überlegen, das überlegen Sie sich vielleicht im stillen Kämmerlein, solange der Distanzwert von Knoten V nicht erhöht wird, verringert werden sie nie, solange er nicht erhöht wird, solange kann keine inadmissible Arc, die aus V rausgeht, admissible werden. Und deshalb ist es korrekt, dass wir immer mit der Current Arc nur vorwärts gehen, niemals zurückschauen in dem Bereich der Liste der rausgehenden Kanten, die wir schon durchlaufen haben. Ja? Die haben wir erst verlassen, wenn sie nicht mehr admissible ist. Und sie wird auch nicht mehr admissible, Kanten werden erst dann wieder potenziell admissible, die aus V rausgehen. Das ist ja gerade der Sinn der Übung. Kanten werden erst dann wieder admissible, wenn wir den D-Wert von V selber erhöhen. Egal, was mit den D-Werten der drumherum liegenden Knoten passiert. Kleine, primitive Aufgabe für Sie, sich klarzumachen, dass es gerade genau, was ich eben gesagt habe, es stimmt, dass es gerade genau die Vorzeichen und alles in die richtige und die kleinen Gleichzeichen in die richtige Richtung gehen. So, das
ist der ganze Algorithmus. Der heißt auch Push-Relabel-Algorithmus, der heißt auch Goldberg-Tagen-Algorithmus, sollte ich vielleicht auch noch einfügen, aus naheliegenden Gründen, weil es zwei Leute namens Goldberg und Tagen waren, die den erfunden haben. So, jetzt gehen wir durch. Gehen wir nochmal die Invarianten durch. Warum sind die erfüllt? Diese erste Invariante ist natürlich erfüllt, weil wir immer die residualen Kapazitäten berücksichtigen, wie bisher auch. Der Überschuss ist immer größer gleich 0, weil wir eben nicht mehr Fluss über eine Kante rüberschicken, als noch Überschuss an dem Startknoten dieser Kante dran ist. Und damit ist das natürlich auch immer erfüllt. Diese Bürokratie, von der ich eben gesprochen habe, die sorgt dafür, dass das S immer tatsächlich diese Semantik hat, dass da genau die aktiven Knoten drin sind, indem wir genau aufpassen. Wenn ein Knoten nicht mehr aktiv wird, schmeißen wir ihn als nicht mehr aktiv ist. Wenn er keinen Überschuss mehr hat, schmeißen wir ihn aus S raus. Wenn er aktiv wird, schmeißen wir nach S rein. Und wenn er aktiv bleibt, dann passiert da nichts. Und wenn er inaktiv bleibt, natürlich erst recht nichts. Dann haben wir ihn gar nicht angefasst. So. Und wir haben eben gesehen, das Argument, dass tatsächlich ein Valid Distance Labeling immer bleibt. Und da wir auch S nicht ändern, den Distanzwert von S niemals ändern, da S niemals ein aktiver Knoten wird, werden wir den Distanzwert von S niemals ändern, bleibt auch dieser Teil erhalten. Die Invariante ist damit voll und ganz erfüllt. Die Variante, was passiert hier beim Vorwärtsgehen? Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was hier passieren kann. Eine Möglichkeit, die passieren kann, ist natürlich, dass wir einen Relabel-Schritt machen, dass wir den D-Wert eines Knotens, nämlich den Knoten, den wir gerade in der Mache haben, dass wir den erhöhen. Das haben wir eben besprochen, diesen Fall. Dann unterscheiden wir jetzt, das haben wir schon vorher gemacht, wir unterscheiden zwischen saturierenden Push-Schritten und nicht saturierenden Push-Schritten für die Analyse. Für den Algorithmus macht es keinen Unterschied, ja? Ob die Kante bei Erhöhung des Flusswertes jetzt saturiert wird, also am oberen Anschlag ist und damit fällt die Kante raus aus dem Residualgraphen, oder ob das nicht der Fall ist. Aber für die Analyse ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Denn was uns Kummer machen wird, bei der asymptotischen Komplexität, sind die nicht saturierenden Push-Schritte. Die saturierenden Push-Schritte, werden wir gleich sehen, haben wir unter Kontrolle. Das ist dasselbe Argument, das wir schon mal beim Algorithmus von Ahuja und Orlin hatten. Ich werde es aber hier wiederholen. Die saturierenden Push-Schritte und auch die Relabel-Schritte werden wir von der asymptotischen Komplexität her wunderbar unter Kontrolle haben. Die nicht saturierenden Push-Schritte, da müssen wir richtig böse Arbeit reinstecken. Keine Sorge, also so böse jetzt vielleicht auch nicht. Und zwar ein Konzept, was immer wieder in asymptotischen Komplexitätsanalysen passiert, was Sie in einer Vorlesung über effiziente Graphenalgorithmen unbedingt gesehen haben müssen, und zwar in mehreren Ausprägungen. Es wird nicht die einzige Ausprägung dieses Konzeptes sein, nämlich sogenannte Potentialfunktionen. Das hier ist die Potentialfunktion, die uns helfen wird, die Anzahl der nicht saturierenden Push-Schritte, also da, wo der Überfluss von einem Knoten weitergeleitet wurde, ohne dass diese Kante saturiert wurde, vollständig weitergeleitet dann natürlich, um das laufzeittechnisch zu beschränken. Und wie setzt sich die zusammen? Na, wir nehmen alle Zwischenknoten her, die Überschuss haben, und von denen summieren wir die Distanzwerte auf. Das ist also eine sehr einfach strukturierte Funktion. Die fällt erstmal vom Himmel, aber wenn Sie gleich den asymptotischen Komplexitätsbeweis sehen, werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass die gar nicht so sehr vom Himmel fällt, sondern dass die durchaus logisch ist. So, und hier ist noch der Punkt bei der Variante, der sich von selbst versteht. Wir erhöhen immer nur, wir vermindern niemals D-Werte. So. Komplexität, asymptotische Komplexität. Hier ist die Behauptung, wie üblich, n² mal m. Ich sollte noch etwas dazu sagen. n² mal m ist die
asymptotische Komplexität für diesen generischen Preflow-Push-Algorithmus. Wir werden noch zwei Varianten sehen, oder eigentlich im Wesentlichen eine Variante, die etwas Bestimmtes zeigt, nämlich wenn wir hier, wir haben nicht gesagt, wenn wir mehrere aktive Knoten drin haben, wenn wir mehrere aktive Knoten momentan da haben, welchen davon wir wählen werden. Haben wir nicht gesagt. Ja, der kann beliebig schlecht gewählt sein und trotzdem wird die asymptotische Komplexität die hier sein, egal wie schlecht wir den aktiven Knoten gewählt haben. Wenn wir ihn intelligenter wählen, und dafür werden wir noch ein Beispiel sehen für eine solche Auswahlregel, dann wird die asymptotische Komplexität kleiner. Die asymptotische Komplexität, die man beweisen kann, die Worst-Case-Komplexität, die man beweisen kann. Aber wir bleiben jetzt hier erst einmal bei diesem generischen Preflow-Push, bei dem wir beliebig erlauben, wie der aktive Knoten gewählt werden kann. So, wie wählen wir den? Nein, Entschuldigung, eben genau nicht. So, zuerst gucken wir uns die Relabel-Operationen an. So, der Punkt, die Argument, wir zeigen, was wir letztendlich zeigen, ist, dass kein aktiver Knoten einen D-Wert haben kann, der höher ist als sowas wie 2n, genau gesagt sogar 2n-1. Das Argument dafür ist eigentlich ganz einfach und putzig. Wenn ein Knoten aktiv ist, dann heißt es, es gibt einen überflüssigen Flusswert, der über einen oder mehrere Pfade irgendwie verschlungen oder nicht verschlungen von S zu diesem Knoten geht, geschickt worden ist bisher. Im Residualgraphen bedeutet das, dass dieser Pfad rückwärts von diesem Knoten nach S zurück existiert und flusserhöhend dementsprechend ist. So, jetzt greift dieselbe Argumentation mit dem Valid Distance Labeling. Ich werde das, wie wir es in dem Bild eben hatten, ich werde es aber nochmal zu einem eigenen Bild verarbeiten. S. Von S wissen wir, es ist von vornherein festgesetzt worden, S hat den Valid Distance Labeling Wert n und dabei bleibt's. Das heißt, auf diesem Pfad, das ist ein Pfad, auf dem von S nach V Fluss geschickt worden ist. V ist ja ein aktiver Knoten, Fluss, der noch nicht weitergeschickt worden ist. Das heißt, im Residualgraphen gibt es die Rückwärtskante und das bedeutet, dass dieser Knoten vor S nach Valid Distance Labeling höchstens n+1 haben kann, der Knoten davor höchstens n+2, dieselbe Argumentation wie eben. Hier höchstens n+3 und so weiter. Und hier, wenn Sie das fortsetzen, höchstens 2n-1. Also es ist völlig unmöglich, dass ein Knoten einen Distanzwert höher als 2n-1 hat. Das gilt jetzt erst einmal für aktive Knoten, nach dieser Argumentation, die Sie hier in diesem Bild sehen. Aber es gilt natürlich genauso für inaktive Knoten, denn wir erhöhen den Distanzwert ja immer nur dann, wenn dieser Knoten aktiv ist. Und das heißt, jeder inaktive Knoten mit Distanz x war mal ein aktiver Knoten mit Distanz x und damit kann x höchstens 2n-1 sein. Egal, ob der Knoten aktiv oder inaktiv ist. So, da Labels niemals reduziert werden, höchstens von 0 bis 2n-1 gehen können und in ganzzahligen Schritten gehen, kann es höchstens n Quadrat Relabel-Schritte geben. Es ist völlig unmöglich, dass es also asymptotisch mehr, es ist völlig unmöglich, dass es mehr als n Quadrat Relabel-Schritte geben kann. So, das ist diese Argumentation hier. Und daraus folgt sofort ein, wir müssen natürlich uns auch um die asymptotische Komplexität Gedanken machen für diese ganzen Durchgänge durch die von für jeden einzelnen Knoten
Durch die Liste der rausgehenden Kanten, das ist dieser Punkt hier, für jeden einzelnen Knoten durch die Liste der rausgehenden Kanten. Habe ich das eben fotografiert? Ja, nicht? Okay. Ich habe mal gelesen, solange man sich noch an das Wort Alzheimer erinnert, ist noch alles halb so schlimm. Gut. Dieser Punkt hier, immer nur dann, wenn wir einen Knoten relabelt haben, kommen wir wieder an den Anfang zurück. Das heißt, höchstens n-mal durchlaufen wir jede solche Liste. Für jeden dieser Knoten durchlaufen wir höchstens n-mal diese Liste. Und wie groß kann diese Liste sein? Naja, höchstens eine Kante von diesem Knoten zu jedem anderen, also auch in der Größenordnung von n, ergibt sich n Quadrat. N Quadrat Schritte vorwärts in den einzelnen Listen der rausgehenden Kanten von den einzelnen Knoten. Ist also auch im grünen Bereich. Damit sind wir, das ist abgedeckt durch diese Gesamtkomplexität, das ist okay. So, hier verwende ich jetzt direkt ein Argument aus Ahuja-Orlin, dass die Anzahl der saturierenden Push-Schritte in O von n mal m ist. Sie erinnern sich, saturierende Push-Schritte sind das, was wir schön begrenzen können, sogar wunderbar, n mal m nur. Viel, viel besser als die Gesamtkomplexität, die am Ende rauskommt und die natürlich dann durch die nicht saturierenden Push-Schritte definiert ist. Ich will nochmal ganz kurz das Argument wiederholen, auch wenn es redundant ist, auch wenn Sie es nachlesen bzw. im entsprechenden Video nachschauen könnten. Moment, ich brauche Wasser. So, wenn Sie einen Push-Schritt haben, ich habe hier zwei Knoten, das ist der Knoten V und das ist der Knoten W, und die sind jeweils auf einem Distanzwert, D1 von V, andersrum, so, runter, D1 von W. So, da passiert der erste Push-Schritt, der erste Flusserhöhungsschritt von V nach W. Ja? Damit, wenn der jetzt saturierend ist, dann muss einiges passieren, bevor es hier wieder einen Push-Schritt gibt. Was passieren muss, ist, wenn der saturierend ist, dieser Push-Schritt, dass es flussrückwärts geschickt wird. Wenn aber flussrückwärts geschickt wird, dann muss es irgendwo die Situation gegeben haben, dann D2 von W, D2 von V auf der Seite, D2 von W auf der Seite, mit D2 von V größer gleich D1 von V. Es kann gleich sein, aber der allgemeine Fall ist eben, dass zwischendurch nochmal irgendwas passiert ist mit dem Distanzwert. So, diese Situation muss gegeben sein, damit in einem zweiten Schritt jetzt von W nach V wieder Fluss geschickt wird. Erst dann kann es überhaupt wieder einen Push-Schritt D3 von W, D3 von V, einen Push-Schritt geben von V nach W. Ja, das muss dazwischen passiert sein. Hier gilt entsprechend D3 von W größer gleich D2 von W, Gleichheit möglich. Das heißt also, zwischendurch müssen die beteiligten Labels gestiegen sein. Und zwar schon ordentlich, also jeder mindestens um 2. Gut, ist jetzt nicht so viel, aber schon. Sie müssen gestiegen sein. Und wenn es nur eine gewisse Anzahl von Relabel-Schritten gibt, ja, jeder einzelne dieser Knoten, nehmen wir uns V her. Das Label von V muss zwischendurch gestiegen sein, zwischen zwei saturierenden Push-Schritten, von V nach W, über diese Kante VW. So, wenn es aber insgesamt nur
Anzahl Knoten n viele Relabel-Schritte gibt oder O von n viele Relabel-Schritte auf diesem Knoten gibt, kann es insgesamt von V nach W auch nur O von n viele saturierende Push-Schritte gegeben haben. Und damit kommt dann die Gesamtzahl n mal m zustande. Das muss ich jetzt nochmal fotografieren, sonst versteht man da draußen nur Bahnhof. Also ich hoffe mal zuversichtlich, dass man keinen Bahnhof mehr versteht, wenn man sich das Foto noch dazu anschaut. So. Und für jede Kante ist die Anzahl der saturierenden Push-Schritte von V nach W höchstens so groß wie die Anzahl der Relabel-Schritte von V, wie oft das hochgezogen wurde. Und damit kann die für jede Kante nur maximal n viele saturierende Push-Schritte geben und insgesamt n mal m Anzahl der Kanten ergibt die Gesamtzahl der saturierenden Push-Schritte. So, jetzt die nicht saturierenden Push-Schritte. Jetzt gucken wir uns diese Potentialfunktion an. Ich weiß nicht, warum sie Potentialfunktion heißt. Irgendwo, Wikipedia oder sonst wo, gibt es bestimmt eine Begründung dafür. So, diese komische Potentialfunktion, für alle aktiven Knoten werden die Distanzwerte aufsummiert. So, was kann, wenn es jetzt einen nicht saturierenden Push-Schritt gibt, wenn jetzt ein nicht saturierender Push-Schritt ausgeführt wird, was passiert dann? Gut, also zunächst mal stellen wir natürlich fest, dass diese Potentialfunktion immer größer gleich 0 ist, weil es ist eine Summe von nicht negativen Distanzwerten. So, und wenn wir eine Relabel-Operation machen, dann wird diese Potentialfunktion entsprechend erhöht um diesen Relabel-Wert. Das heißt, durch alle Relabel-Operationen zusammen kann dieser Wert insgesamt, ja, der Wert von D ändert sich nach jeder Iteration, ist er ein etwas anderer Wert. Geht mal hoch, geht mal runter. Nach einer Relabel-Operation geht ein Summand hoch, nämlich entsprechend, wie hoch das relabelt worden ist, dieser Knoten. Das bedeutet, sämtliche Relabel-Schritte zusammen können Erhöhungen dieser Funktion provozieren, die gerade n Quadrat sind. Mehr geht nicht, weil mehr nicht relabelt wird. Das heißt, die Gesamterhöhungen, die sich durch Relabel-Schritte ergeben, wenn Sie die alle aufsummieren einfach, ohne zu gucken, wie sich sonst die Funktion zwischendurch verändert, das ist in der Größenordnung von n Quadrat. Bei den saturierenden Push-Schritten ein saturierender Push-Schritt kann ebenfalls diesen D-Wert erhöhen, nämlich er kann den D-Wert, es kann passieren, dass der Zielknoten dieses Push-Schrittes, also wo über eine Kante mehr Fluss gesetzt wird, saturierend viel. Es kann passieren, dass dieser Zielknoten vorher keinen Überschuss hatte, vorher kein aktiver Knoten war, aber jetzt ein aktiver Knoten wird. Das heißt, in die Summe der D-Werte aller aktiven Knoten hier hat dieser Zielknoten vorher nicht reingezählt, aber jetzt hinterher zählt er rein. Ein saturierender Push-Schritt kann diesen D-Wert erhöhen, aber höchstens um den D-Wert des Zielknotens, der höchstens 2n-1 sein kann. Also Größenordnung in der Anzahl der Knoten. So, das heißt also, alle saturierenden Push-Schritte zusammen, jeder einzelne, kann den Wert von dieser Funktion D, von dieser Potentialfunktion um O von N erhöhen. Jeder Einzelne kann das potenziell machen. Sie sehen, wir
schätzen jetzt ganz brutal schlecht ab. In der Realität wird es sicherlich viel besser sein, aber das ist der Worst Case. Und besser können wir den Worst Case nicht abschätzen, als wenn wir jedes Mal, wenn ein neuer Knoten reinkommt, gleich 2n-1, das maximale Label, hier als Erhöhung annehmen. So, für jeden einzelnen Knoten, für jeden einzelnen saturierenden Pushschritt kann 2n-1, kann sich die Wert der Potentialfunktion um 2n-1 erhöhen, um O von n. Das bedeutet, da wir n mal m saturierende Pushschritte haben, kann die Gesamtzahl der saturierenden, die Gesamtmenge aller saturierenden Pushschritte diesen D-Wert um höchstens um O von n Quadrat mal m erhöhen, was genau die Komplexität ist, zufälligerweise, komischerweise. Ja? Diese Funktion D in manchen Schritten, in Relabel-Schritten und in saturierenden Push-Schritten kann dieser Wert erhöht werden, der Funktion D, aber insgesamt nur um etwas in der Größenordnung n² mal m. So, jetzt kommen die nicht saturierenden Push-Schritte ins Spiel, die wir ja eigentlich begrenzen wollen. Jeder nicht saturierende Push-Schritt. Was ist das Interessante an einem nicht saturierenden Push-Schritt? Wenn er nicht saturierend ist, dann heißt es, dass der Residualkapazität nicht der Flaschenhals war. Das bedeutet, der gesamte Überschuss, der beim Startknoten war, ist zu dem Zielknoten der Kante transferiert worden. Konnte transferiert werden, weil die Restkapazität ausgereicht hat. Das bedeutet, der Startknoten der Kante wird nicht mehr aktiv. Möglicherweise wird der Zielknoten der Kante aktiv. Vielleicht auch nicht, vielleicht war er schon aktiv, aber möglicherweise wird er aktiv. Und jetzt kommt das Valid Distance Labeling rein. Sie haben vielleicht doch nochmal in einer kleinen Zeichnung. Sie haben ein eine nochmal so ähnlich wie eben das Bild. Sie haben einen nicht saturierenden Push-Schritt von V nach W. Hier ist D von V und hier ist D von W. Und der entscheidende Punkt ist, dass D von W kleiner ist bei einer Admissible Arc als D von V. Bei einem nicht saturierenden Push-Schritt verliert V, von V nach W verliert V sein Überschuss, geht aus dieser Summe heraus, da hier nur die Knoten mit Überschuss gezählt werden. Möglicherweise ist das die einzige Änderung, wenn W schon eine Überschusskante, ein Überschussknoten ist, oder W war noch kein Überschussknoten, dann kommt W rein. Aber auch in dem Fall wird diese Summe sich um exakt 1 vermindern. So, halt das Foto nicht vergessen. Ich überlege mir die Vorlesung effiziente Graphenalgorithmen dann nächstes Jahr als Flipped Classroom auszurichten. Kennen Sie das? Sie gucken sich vorher die Videos an und wir besprechen jetzt weitere Übungen, also die Fragen, die Sie dazu haben in der Vorlesung, beziehungsweise machen so ein bisschen übungsweise damit rum. Also es gibt einige Experimente damit, die zu einem deutlichen Verbesserung der Leistungen der Leute geführt haben auf die Art und Weise. Muss man natürlich sehen, es hängt natürlich davon ab, wie gut der Dozent das hinkriegt, das weiß ich jetzt noch nicht. Hängt natürlich auch vom Thema ab, weiß ich jetzt auch noch nicht, ob das Thema dafür geeignet ist, aber ich denke, wenn erstmal die Videos da sind, kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen in der Vorlesung, mal salopp gesagt.
So, diese Logik ist jetzt wichtig. Folgende Logik, und das ist die Logik, die immer wieder auftritt. Sie haben eine Funktion, die sich im Lauf des Algorithmus verändert. Ja, eine reellwertige Funktion oder eine ganzzahlige Funktion sogar typischerweise. Von Iteration zu Iteration wird sie erhöht oder vermindert. Durch manche Arten von Operationen, wie hier Relay-Beschritte, saturierende Push-Schritte, wird sie erhöht. Durch andere, nicht saturierende Push-Schritte in diesem Fall, wird sie vermindert. Sie bleibt immer größer gleich 0 und es ist am Ende 0. Das ist noch der entscheidende Punkt, den ich vergessen hatte zu erwähnen. Am Ende, wenn es keine aktiven Knoten mehr gibt, ist die Summe leer, über eine leere Menge von Knoten genommen und ist damit 0. So, das heißt, und wenn Sie jetzt sagen können, wie eben, diese bei jedem nicht saturierenden Push-Schritt wird der Wert dieser Funktion d um mindestens 1 vermindert. Sogar um genau 1 in diesem Fall, aber mindestens 1 ist der wichtige Teil der Argumentation. Wird um mindestens 1 verändert, dann heißt das, die Anzahl der nicht saturierenden Push-Schritte ist nicht größer als die Summe aller Erhöhungen, die passieren können bei Relay-Beschritten und bei saturierenden Push-Schritten. Die hatten wir eben, es ging vielleicht etwas schnell, aber ich denke, Sie werden das leicht im stillen Kämmerlein nachvollziehen können. Wir hatten eben gesehen, dass die Summe der Erhöhungen des D-Wertes zusammengenommen Größenordnung n² mal m sind. O von n² mal m. Und das bedeutet, dass auch die Anzahl der nicht saturierenden Push-Schritte nur Größenordnung O von n² mal m sein kann. Weil sie das gegeneinander vergleichen, wie ich das eben skizziert habe. Das ist die Argumentationsweise, eine Argumentationsweise, die immer wieder auftritt. Wir werden sie noch ein paar Mal sehen, nicht allzu häufig jetzt, aber Sie werden mir sicherlich zustimmen, eine sehr wichtige Argumentationsweise. Im Gegensatz zu GDI2 haben wir es hier laufend mit While-Schleifen zu tun. Ja? Beim Sortieren haben Sie Vorschleifen, bei kürzeste Wege und so weiter haben Sie überall im Wesentlichen Vorschleifen. Aber wenn Sie While-Schleifen haben, und das haben Sie doch letztendlich meistens, weil Sie nicht vorher wissen, wie viele Iterationen es geben wird, dann braucht man schon irgendwelche Techniken, um sich zu überlegen, dass wirklich jede Art von Iteration, so wie hier, verschiedene Klassen von Iterationen, Relabel, saturierende Push-Schritte, nicht saturierende Push-Schritte, dass Sie jedes davon in den Griff kriegen können. Und eine Möglichkeit sind mit so einer Potentialfunktion, die Anzahl der Schritte von Klasse X beschränken durch die Effekte, die die Schritte von Klasse Y auf eine solche Potentialfunktion bewirken. Gibt es an diesem Punkt von Ihnen Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann möchte ich, wie besprochen, ich habe das jetzt gar nicht hochgeholt, aber es sollte jetzt kein Problem sein. Moment. Es ist doch ein kleines Problem, ich muss es suchen. FIFO Prefluffbusch, den habe ich gesucht. Eine Variation von Prefluffbusch, ist es groß genug? Ja, ist groß genug. Eine Variation von Prefluffbusch oder eine Spezialisierung von diesem allgemeinen Ansatz. Ich hatte eben gesagt, in dem generischen Prefluffbusch, den wir eben gesehen haben, wird nicht festgelegt, welchen aktiven Knoten wir als nächstes nehmen, wenn es mehrere zur Auswahl gibt. Jetzt spezifizieren wir das genauer, nämlich dass, und zwar dadurch, dass diese Menge S von aktiven Knoten eine FIFO-Q ist, also hinten rein, vorne raus, in der Reihenfolge, in der die Elemente reingepackt werden. In der Reihenfolge kriegen Sie sie auch wieder raus. First in, first out. Und wir nehmen immer den Knoten, der ganz vorne steht.
Und wir haben ja einen Knoten immer nur aus der Menge rausgenommen, wenn er inaktiv geworden ist. Solange er aktiv bleibt, ist er in der Menge S drin. Das bedeutet ganz konkret, solange ein Knoten, letztendlich ist das die Essenz dieser Variante, solange ein Knoten noch aktiv ist, solange wird er nicht losgelassen, solange wird er behandelt. Ja? Die Essenz dieser Variante ist einfach, wenn wir uns an einem Knoten festgebissen haben, lassen wir ihn nicht eher los, bis er nicht mehr aktiv ist. Als bis er nicht mehr aktiv ist, oder? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht grammatikalisch zu weit weg. Ich glaube, irgendwie stimmt es schon. Und Sie verstehen schon, was ich meine. So, und die Behauptung ist, wenn wir diese einfache Sache machen, ja, nicht einfach in jeder Iteration irgendeinen Knoten heranzunehmen, der aktiv ist, sondern wenn der Knoten der letzten Iteration immer noch aktiv ist, den weiterzunehmen, dann ist die Behauptung, dass wir nicht mehr n² mal m haben, sondern nur noch n hoch 3 an Aufwand, an asymptotischer Komplexität. So, wie kommen wir jetzt hier hin? Auf die Komplexität n hoch 3, nicht mehr n² mal m, ein klein bisschen besser, Anzahl Kanten einmal ersetzt durch Anzahl Knoten. Anzahl Kanten kann irgendwo variieren zwischen Größenordnung Anzahl Knoten und Größenordnung Anzahl Knoten zum Quadrat. Also es handelt sich um eine Verbesserung. Gut, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir jetzt zu dem Besseren hin? Der Punkt ist erstmal der, dass alles außer den nicht saturierenden Push-Schritten schon erledigt ist. Die Gesamtzahl der Relabel-Operationen ist in n², das ist natürlich auch dann in n hoch 3. Brauchen wir nichts nochmal drüber zu sagen. Die Anzahl der Vorwärtsschritte in den Listen der einzelnen Knoten ist in n², ist natürlich dann auch in n hoch 3. Auch ein beliebter Denkfehler zu sagen, nein, das ist nicht in n hoch 3, das ist in n². Das ist natürlich unlogisch, denn wenn etwas in O von n² ist, ist es auch in O von n hoch 3. Bloß, dass die Abschätzung O von n hoch 3 jetzt nicht die bestmögliche ist. Also, die Anzahl der Vorwärtsschritte haben wir auch schon besser als n hoch 3 abgeschätzt. Da brauchen wir auch nichts mehr daran zu tun. Die Anzahl der saturierenden Push-Schritte haben wir schon abgeschätzt für den generischen Algorithmus. Ja? Alle Abschätzungen, die für den generischen Algorithmus gelten, gelten natürlich erst recht für diese Variante, weil das einfach nur, diese Variante entsteht einfach dadurch, dass wir die Auswahlregel für den aktiven Knoten genauer festgelegt haben. So, die Anzahl der saturierenden Push-Schritte ist n mal m. M, die Anzahl der Kanten, kann höchstens n² werden, ist auch in n hoch 3. Ja, das sehen Sie hier, n², n mal m, passt alles. So, was wir jetzt noch brauchen, sind wieder diese verdammten nicht saturierenden Push-Schritte, die uns eben schon Ärger gemacht haben, die uns eben den ganzen Beweis für die asymptotische Komplexität so kompliziert gemacht haben. Wie kriegen wir das hin? Da haben wir zu zeigen, dass die auch in n hoch 3 sind. Und die Idee ist, dass wir jetzt conceptually, dieses Wort ist sehr wichtig, wir ändern jetzt nicht den Algorithmus ab, sondern wir ändern unsere Sichtweise auf den Algorithmus. Der Algorithmus ist weiterhin eine einzige große Schleife. Jeweils ein aktiver Knoten gewählt, Push oder Relabel und weiter. Aber wir denken uns dazu, dass diese ganze Sequenz von Iterationen in Phasen zerlegt wird, was in der Implementation des Algorithmus oder im Algorithmus selber überhaupt nicht auftritt, sondern nur in unserem Nachdenken darüber. Die erste Phase beginnt natürlich mit der ersten Iteration, logisch. Klar, brauchen wir nichts drüber zu sagen. Und eine Phase ist beendet, beziehungsweise eine neue Phase beginnt, to commence, beginnen, sobald alle Knoten, die ursprünglich die Sie gucken sich am Anfang einer Phase, ja, bevor die erste Iteration dieser Phase beginnt, gucken sich an, welche Knoten sind in der Queue. Und wenn der allerletzte Knoten
Wenn alle diese Knoten einmal verarbeitet worden sind, natürlich sind dann wieder weitere Knoten hinten reingesteckt worden, aber wenn alle diese Knoten, wenn der letzte Knoten vorgerückt ist bis zum ersten Platz und auch bearbeitet worden ist, dann ist diese Phase zu Ende und eine neue Phase beginnt. Wieder mit derselben Logik. Wir gucken uns jetzt an, welche Knoten in welcher Reihenfolge sind in der Queue drin. Und sobald der letzte Knoten, der jetzt in diesem Moment der Queue ist, sobald der abgearbeitet worden ist, egal was da noch an Knoten zusätzlich reingekommen ist, sobald der abgearbeitet worden ist, ergibt sich eine neue Phase. Dieses Denkmuster ist auch ein typisches algorithmisches Denkmuster bei asymptotischen Komplexitätsbetrachtungen, dass wir uns eben das partitioniert Denken, die Iteration oder die rekursiven Schritte, was letztendlich vergleichbar ist, und dann eine schärfere Aussage aus der Analyse der einzelnen Phasen treffen können. Eine bessere Aussage, als wenn wir uns die ganze Sequenz der Iterationen sozusagen als eine einzige Sequenz vorstellen würden, nur wie wir das eben gemacht haben beim generischen Preflow-Algorithmus, Preflow-Push. So, das sind die Phasen. Jetzt nehmen wir uns eine andere Potentialfunktion her. Nicht die Summe der D-Werte der aktiven Knoten, sondern das Maximum. In diesem Fall ist es geeignet, den maximalen D-Wert irgendeines aktiven Knoten herzunehmen. Wir werden gleich sehen, warum es hier geeignet ist für die Analyse. Also Sie sehen, man muss da Fantasie entwickeln bei der Wahl. Es gibt keine handwerkliche Regel, wie man jetzt so eine Potentialfunktion definiert, sondern man muss immer wieder aufs Neue überlegen, wie die vielleicht sinnvoll aussehen könnte. So, das Maximum ist natürlich, sämtliche Labels sind zwischen 0 und 2n, sogar echt kleiner als 2n, 2n-1 höchstens, haben wir eben gesehen. Das heißt, das Maximum von allen Labels, was ja gerade der Wert von Groß D ist, ist auch höchst zwischen 0 und höchstens 2n. Was kann passieren mit diesem Wert? So wie eben auch wieder, D-Werte, der Wert einer Potentialfunktion kann durch Iteration erhöht oder vermindert werden, im Bereich 0 bis 2n, aus dem kommt er nicht raus. Relabel-Operationen können D erhöhen, logisch. Es kann passieren, dass gerade der maximale Wert noch 1 erhöht worden ist. Nee, das kann nicht passieren. Nee, das glaube nicht, dass das passieren kann. Es kann passieren, dass ein Wert plötzlich maximal wird. Ein D-Wert, der vorher nicht maximal war, und dadurch das Groß D erhöht. So, Relabel-Operationen können das erhöhen. Push-Operationen können D nicht erhöhen. Eine Push-Operation, nochmal dasselbe Bild wie eben, eine Push-Operation kann einen neuen aktiven Knoten generieren. Hier in diesem Bild, das ich eben aufgenommen hatte, kann es sein, dass W vorher nicht aktiv war, vorher keinen Überschuss hatte und jetzt Überschuss bekommt. Aber W ist eine Stufe tiefer als V. Das heißt, der maximale D-Wert von allen aktiven Knoten kann nicht erhöht worden sein dadurch. Push-Operationen können grundsätzlich niemals das Maximum über alle D-Werte erhöhen. Weil es können nur neue D-Werte von aktiven Knoten entstehen, die niedriger sind als der D-Wert des aktiven Knotens, von dem aus der Fluss vorwärts gepusht wurde. Und damit haben wir doch eine schöne Sache zur Hand. So, jetzt gucken wir uns mal die Phasen an. Ja, wir haben eben definiert, was eine Phase ist. Das ist, eine Phase geht so lange, wie der Inhalt der Queue am Anfang, bis der Gesamtinhalt der Queue, wie er am Anfang war, einmal abgearbeitet wurde. Jetzt betrachten wir zwei verschiedene Arten von Phasen. Eine ohne Relabel-Operation, eine mit Relabel-Operation.
die Anzahl von Phasen mit mindestens einer Relabel-Operation mittendrin enthalten in der Sequenz von Iterationen in dieser Phase. Ja, da greift wieder die Anzahl der Relabel-Operationen kann höchstens n Quadrat sein. Die Anzahl der Relabel-Operationen kann höchstens n Quadrat sein. Moment. Was? Oh, Moment. Da muss ich einen Anruf wegdrücken. Ich hatte vergessen, mein Handy abzustellen. Also ich gebe keine Runde aus, nur weil mein Handy geklingelt hat. So, die Anzahl der Relabel-Operationen ist höchstens n Quadrat. Das heißt, die Anzahl der Phasen, in denen mindestens eine Relabel-Operation stattfindet, kann auch höchstens n Quadrat sein. Logisch. Mehr Phasen kann es nicht geben, wo eine Relabel-Operation drin ist. So. D, wenn wir keine Relabel-Operation drin haben, das ist jetzt das entscheidende Argument an dieser Stelle, wenn wir keine Relabel-Operation in einer Phase drin haben, dann heißt das, wir pushen von sämtlichen Fluss auf allen Knoten, die am Anfang der Phase in der Queue drin waren, sämtliche Knoten, die in dieser Phase bearbeitet werden, haben wir es geschafft, sämtlichen Fluss weiter zu pushen. Zu anderen Knoten. So. Wenn wir es nicht geschafft hätten, hätte es eine Relabel-Operation geben müssen zwischendurch. Wenn es keine Relabel-Operation gibt, wenn wir eine Phase gibt, in der keine einzige Relabel-Operation vorkommt, heißt es, dass sämtlicher Fluss von diesen Knoten, sämtliche Knoten, die am Anfang der Phase in der Queue waren, haben am Ende haben ihren gesamten Überschuss, den sie in dem Moment hatten, wo sie bearbeitet wurden, haben ihn weiterreichen können. So, der entscheidende Punkt ist jetzt, was ist denn der entscheidende Punkt? Ich werde langsam müde. Genau, der entscheidende Punkt ist jetzt erst einmal, da wird ja Fluss immer von einem Knoten mit höherem D-Wert zu einem Knoten mit niedrigem D-Wert runtergepusht. Ja? Es wird niemals hochgepusht oder auch nie auf der gleichen Höhe gepusht, immer runter. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, wir haben eine Menge von Knoten, aktiven Knoten in der Queue. Sämtliche aktive Knoten sind in der Queue am Anfang der Phase. Jeder hat seinen eigenen D-Wert. Und jeder pusht seinen Fluss weg. Dann wird der Knoten, der am Anfang den höchsten D-Wert hatte, oder die Knoten, die am Anfang den höchsten D-Wert haben, es können ja mehrere sein, die werden alle inaktiv, denn die kriegen keine weiteren Push-Operationen, keinen weiteren Fluss zugesandt von Knoten, die noch höher sind. Ja? Wenn ein Knoten nicht der höchste ist, in der Queue, von allen aktiven Knoten, nicht der höchste ist, nicht den höchsten D-Wert hat, dann kann es sein, dass der munter seinen Fluss weg verschiebt, runter verschiebt, noch weiter tiefer. Aber es kann sein, dass später noch ein anderer Knoten kommt oder mehrere andere Knoten kommen, die noch höher sind als der und die auf den Knoten wieder Fluss hinschicken, sodass der am Ende doch wieder Überschuss hat. Ja, es kann durchaus passieren, dass ein Knoten, der am Anfang, der zwar seinen Überschuss alles wegschickt, in dieser Phase, wenn er bearbeitet wird, dass er dann später innerhalb derselben Phase durch andere Knoten, die höher sind als er, eins höher sind als er, noch Fluss wieder dazu bekommt, sodass er weiterhin aktiv bleibt. Aber mit den Knoten, die den höchsten Label haben, kann das nicht passieren. Die können nicht von noch höher, per Definition, können die nicht von noch höher Fluss bekommen, solange es keine Relabel-Operation gibt.
Und genau in der Situation sind wir. Wir haben eine Phase ohne Relabel-Operation. Das heißt, wenn die Knoten mit höchstem D-Wert, die werden auf jeden Fall inaktiv und damit das bedeutet, das Maximum aller D-Werte und damit der Potentialfunktionswert reduziert sich. Genau um 1 sogar. Das ist die Argumentation erst einmal, wir haben jetzt die Anzahl der Phasen mit Relabel-Operation trivialerweise abgeschätzt, können höchstens n Quadrat viele sein. Wir haben die Phasen ohne Relabel-Operation, da haben wir festgestellt, D muss sich in so einer Phase, wenn es keine Relabel-Operation gibt, muss D echt reduziert werden. Genau um 1, möglicherweise sogar mehr um 1. Es kann ja sein, dass dahin, wo die höchsten Knoten den Fluss hingepusht haben, dass die dann später dran sind, dass die dann den Fluss weiter pushen, sodass es vielleicht sogar mehr als um 1 reduziert wird, aber mindestens um 1 und das reicht. So, wir haben festgestellt, dass D höchstens um O von n Quadrat insgesamt erhöht werden kann, also Summe sämtlicher Erhöhen kann höchstens n Quadrat sein. Das heißt, die Anzahl der Reduzierungen, der Verminderung, der ganzzahligen Reduzierungen von D kann höchstens auch n Quadrat sein. Und damit ist die Anzahl der Phasen ohne Relabel-Operation ebenfalls in n Quadrat. Das heißt, sämtliche Phasen, egal ob mit oder ohne Relabel-Operationen, davon kann es nur n Quadrat, O von n Quadrat viele geben. Das ist der Sinn der ganzen Argumentation, festzustellen, es kann nur O von n Quadrat viele Phasen geben, wie wir sie definiert haben. So, jetzt kommen die nicht saturierenden Push-Schritte ins Spiel. Jetzt kommt die spezielle Auswahlregel ins Spiel. Jetzt kommt eigentlich erstmals wirklich die spezielle Auswahlregel ins Spiel, dass wenn wir einen Knoten hergenommen haben, einen aktiven Knoten, dann beißen wir uns fest, dann lassen wir den nicht los, bis er nicht sämtlichen Flusswert, sämtlichen Überschusswert abgegeben hat an andere Knoten. Was bedeutet das, dass sämtlicher Flusswert abgegeben wird? Wenn es über mehrere Schritte gehen muss, über mehrere Kanten, dann sind wir brauchen 5 Iterationen, um den Überschuss an einem Knoten weiterzuschicken. Ja? 5 ist einfach eine beliebig gewählte Zahl. Die ersten 4 Push-Schritte sind saturierend. Denn wäre einer von denen nicht saturierend, wäre der Flaschenhals nicht bei der Residualkapazität, sondern beim Überschuss, dann wäre der Überschuss abgeschickt worden. Wäre schon vorher weg gewesen. Diese ersten 4 sind saturierend, nur der allerletzte Schritt, der fünfte Push-Schritt, ist nicht saturierend. Und das heißt, es ist nur ein Schritt für jeden Knoten in einer Phase, gibt es nur einen nicht saturierenden Push-Schritt. Ja, erstmal beliebig viele saturierende Push-Schritte, aber dann einer, wo dann endgültig der Überschuss abgebaut ist, ohne dass die Residualkapazität der gewählten Kante noch einen Widerstand dagegen leistet. Der letzte Schritt, der ist nicht saturierend. Jeder Knoten hat in jeder Phase maximal einen nicht saturierenden Schritt, von diesem Knoten ausgeht. Es gibt n Quadrat viele Phasen. Es können natürlich maximal n viele Knoten in einer Phase betrachtet werden. So haben wir Phasen gerade definiert, dass wir keinen Knoten da in einer Phase mehrfach betrachten. Und damit insgesamt ergibt sich n hoch 3 nicht saturierende Push-Schritte. Und damit insgesamt asymptotische Komplexität n hoch 3. Magie pur, oder? Das haben wir rausgekriegt, indem wir einfach auf bestimmte, raffinierte Art und Weise einen Algorithmus wirklich betrachten, nämlich die Zerlegung in Phasen und wieder mit Potentialfunktionen überlegt haben. Es gibt manche Erhöhungen, es gibt manche Verminderungen und die Anzahl der Verminderungen, in diesem Fall haben wir dadurch herausgekriegt, dass die Gesamtzahl der Phasen nicht zu hoch sein kann, höchstens n Quadrat. Und wir haben noch dieses Argument dazu gehabt,
Es kann immer nur einen nicht saturierenden Push-Schritt pro Knoten geben, weil wir versuchen ja immer so viel wie möglich rüber zu pushen. Und bei einem nicht saturierenden Push-Schritt ist alles an Überschuss von diesem Knoten weggepusht. So, damit ist diese Variante auch eingeführt, bitte. Okay. Die Frage war, dass wo steht das jetzt? Groß D ist definiert, der maximale Label von jedem aktiven Knoten. D ist zu jedem Zeitpunkt zwischen zwei Iterationen. Zwischen zwei Iterationen ist D immer der maximale klein D-Wert irgendeines Knotens. Diese Phasen sind ja nur unser Denkmuster, was wir diesem Algorithmus überstülpen, ohne dass das im Algorithmus überhaupt vorkommt. Ist nicht ganz klar? Okay. Gut. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem Algorithmus und dieser asymptotischen Komplexitätsbetrachtung? Gut, ich möchte auf eine letzte Variante zu sprechen kommen, die, glaube ich, ganz witzig ist. Ich weiß nicht, wie weit ich hier jetzt heute kommen werde. Es kann sein, dass ich im Wesentlichen nur wieder eine Intuition vermittle, so wie ich das beim Prefill-Push-Algorithmus beim letzten Mal gemacht habe. Das ist keine Variation, das ist eine Variation, das ist nicht. Ja, was ist das? Es ist wieder eine Spezialisierung, so wie eben, die aber raffiniert ist und die, da werden Sie mir dann sicherlich zustimmen, die eine Idee ist, die weitreichende Konsequenzen haben kann, die man immer wieder mal vielleicht gebrauchen kann. Was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, was kann man sich als, ja, die Grundidee überhaupt ist, dass man, vielleicht denken wir mal ein bisschen weg von Preflow-Push und beziehen vielleicht auch die Max-Flow-Algorithmen ein, die wir vorher betrachtet haben, wo wir immer als Invariante hatten, dass der Fluss zulässig ist zwischen zwei Iterationen und dass er so nach und nach dann eben steigt, bis er maximal wird. Die Grundidee ist, dass wir versuchen, zunächst mal richtig große Schritte zu machen. Richtig viel Fluss auf einmal vorwärts zu bringen. Uns überhaupt nur mit großen Flusseinheiten zu befassen, uns überhaupt nur mit Vorwärtsschritten, mit Möglichkeiten, Fluss zu verändern, befassen, die eine gewisse Mindestgröße haben. Ja, der Kleckerkram, die paar Tropfen, die dann sozusagen noch übrig bleiben, die kommen dann später ran. Ja? Zuerst richtig die dicken Brocken an Fluss, die man irgendwo weiterschicken kann, dann vielleicht die nicht ganz so dicken Brocken, dann die nicht noch weniger dicken Brocken, bis es irgendwann die einzelnen Tropfen der Größe 1 sind, wenn ich das so bildlich sagen darf, die man dann zum Schluss noch betrachtet. Das ist eine Grundidee, wo man sich sicherlich denken würde, das müsste doch zu guten Laufzeiten führen. Erst die dicken Brocken erstmal erledigen, möglichst viel, sich überhaupt nur um große Flussmöglichkeiten, die durch dicke Rohre gehen können, zu kümmern. Und das, was dann so durch die kleinen Rohre noch gehen kann, die nicht so viel Kapazität haben, das dann später zu betrachten, wobei man natürlich den Fluss auf den dicken Rohren dann noch ein bisschen korrigieren muss, aber eben nur in der Größenordnung von dem, was die dünnen Rohre da an Variabilität bieten. Nicht? Klingt doch plausibel, dass wenn man das irgendwie umsetzen kann in einen Algorithmus, dann sollte das die Möglichkeit haben, zu verbesserten Laufzeiten zu führen. Das ist auch eine Idee, die man durchaus auch heuristisch anwenden kann. Das heißt, Sie haben irgendein Problem, wo es sowas Ähnliches, wo es vielleicht um so ähnliche Dinge geht. Und es ist nicht zwingend notwendig, dass Sie jetzt die Optimallösung rauskriegen, sondern Ihr Auftraggeber ist schon zufrieden, wenn er überhaupt eine sehr gute Lösung rauskriegt, dass Sie dann heuristisch so vorgehen, erstmal die dicken Brocken einplanen. Also nehmen wir Sie zum Beispiel an, Sie haben
verschiedene Aktivitäten zu planen, ja, auf ihrer Zeitachse. Ja, sei es ihre Prüfungsvorbereitungen, sei es Batchjobs bei einem Computer, sei es Ablaufplanung in einer Fabrik, egal was, es ist mathematisch immer das sehr ähnlich zumindest, wenn nicht sogar identisch. Und da werden sie ganz intuitiv, wenn sie das selber machen müssen, per Hand und nicht dem Computer, keinem Algorithmus überlassen können, sondern wenn sie es per Hand machen müssen und richtig viele verschiedene Brocken von verschiedener Größe haben, dann werden sie ganz intuitiv erstmal die dicken Brocken versuchen zu planen und dann erst die dünnen Brocken da versuchen irgendwo reinzuplanen. Vielleicht ein bisschen, dann müssen sie die dicken Brocken vielleicht noch ein kleines bisschen mal hier und noch dahin verschieben. Ja, also diese Grundidee würden sie ganz intuitiv wahrscheinlich so genau anwenden, würden dann aber natürlich zu einer suboptimalen Lösung kommen, weil es keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass sie oft mit dieser Vorgehensweise zu einer Optimallösung kommen, höchstens zufällig. Oder sie sind so genial, können so genial durch Draufschau eine große Menge von zu erledigenden Arbeiten überschauen, dass sie da tatsächlich irgendwie die Optimallösung sehen. Aber ich glaube, das ist dem Menschen nicht gegeben. So, hier im Bereich Preflow Push ist einer der Fälle, ist nicht der einzige, Max Flow ist auch nicht der einzige Fall, wo man das tatsächlich umsetzen kann, wo man diese Idee tatsächlich umsetzen kann und damit tatsächlich einen exakten Lösungsalgorithmus für maximale Flüsse, dass man tatsächlich einen maximalen Fluss rausbekommt. Aber die asymptotische Komplexität lässt sich verbessern. Und die Idee ist hier, bei dicken Brocken, um was für dicke Brocken geht es? Es geht um dicke Brocken an Überschuss. Wir zerlegen die Überschüsse in große, dicke Brocken und eben alles, was kein großer, dicker Brocken ist. Und die Zerlegung ist die, dass wir einen Wert Delta als eine Variable, einen ganz, ganz normalen, reellen oder ganzzahligen Wert Delta verwalten, zusätzlich maintain, dass wir den verwalten, und zwar so, dass das ist nicht ganz korrekt, glaube ich, was da steht, dass er mindestens so groß ist wie der, das muss ich gleich mal abändern, as the largest value EF. Das ist das, worum es geht. So, ich hoffe, dass der jetzt die Verbindung jetzt nicht spinnt. So. Er soll mindestens so groß sein wie der größte Überschuss, aber jetzt nicht. Der soll jetzt nicht irgendwo in den Wolken hoch sein, sondern höchstens zweimal so groß wie der höchste Überschuss. Ja, also, und der Einfachheit halber werden die Delta-Werte Zweierpotenzen sein. Muss nicht sein, man kann es auch anders implementieren, aber es macht Sinn, die Delta-Werte als Zweierpotenzen herzunehmen. Das heißt also, wird initialisiert mit der kleinsten Zweierpotenz, die größer gleich dem größten Überschuss ist am Anfang. So, und die Hälfte ist die Hälfte von dieser oberen Schranke, die zerlegt sämtliche Überschüsse in zwei, größer gleich oder kleiner. Und die Idee ist jetzt, dass wir uns immer nur mit den Überschüssen beschäftigen, die größer gleich diesem Delta halbe Wert sind. Ja, das ist diese intuitive Idee, dass wir uns immer nur mit den großen Blöcken beschäftigen, die durch die großen Rohre gehen oder die großen Überschüsse in diesem Fall, dass wir uns nur damit beschäftigen, first things first, die großen Dinge als erstes, ja. Sie werden sich, wenn sie klug sind, werden sie sich sicherlich erstmal um,
wenn zwei Sachen finanziell am Brennen sind. Das eine ist ihr Bankkonto mit mehreren tausend Euro drauf und das andere ist das Flaschenpfand für 25 Cent das Stück. Dann werden sie sich, wenn sie vernünftig sind, sicherlich erst einmal um ihr Konto kümmern. Ich sage das, ich habe dieses Beispiel ist mir lebendig vor Augen. Es scheint Leute zu geben, die da durchaus Schwierigkeiten haben mit der Prioritätensetzung. Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus dem Mittelalter, die Regel, einem Kind, das was angestellt hat, einen Apfel und ein Goldstück hinzuhalten. Und wenn das Kind den Apfel nimmt, dann ist es noch nicht strafmündig. Wenn es das Goldstück nimmt, dann hat es bewiesen, dass es so verständlich ist, dass es strafmündig ist. Ist natürlich sehr, lässt sich natürlich manipulieren, dieser Test. Aber es wäre interessant mal zu sehen, es gibt ja auch so Erfahrungen, eine 10 Millionen Dollar Investition wird in 5 Minuten beschlossen, aber wie viel Geld man für die Kaffeemaschine ausgibt, das war eine Diskussion von einer Stunde. Ja, Sie kennen solche Fälle. Ich habe das selber mal erlebt, so vielleicht so nicht ganz vergleichbar, aber so ein bisschen. Ich war mit anderen Leuten in Tagung auf Hongkong, sind wir in der ersten Klasse, die Fähre haben wir genommen für 20 Cent oder sowas pro Person und dann haben wir versucht irgendwie das wir haben Zeit investiert, das auseinander zu fiddeln, weil einer hat das Geld gegeben und haben uns überlegt, was tun wir da eigentlich? Wenn wir zusammen ins Restaurant gehen, bezahlt immer einer. Reihum. Und hier fiddeln wir diese paar Cent auseinander von Hongkong-Dollar. Was soll das? Ja, also man ist da nicht ganz gefeit, dass man die Prioritäten nicht immer so setzt, wie sie eigentlich logisch wären. So, wir betrachten nur Knoten mit Large Excess, mit großem Überschuss. Und wir werden auch sehen, dass es sinnvoll ist, unter denen nicht irgendeinen Knoten als nächstes mal als aktiven Knoten zu wählen, sondern einen, der minimales D-Label hat. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Wir haben jetzt eine dritte Art von Operation. Wir haben Push-Operationen bisher gehabt, wo wir von einem Knoten zum nächsten Fluss über die Kante rüber pushen, das heißt also den Flusswert auf der Kante erhöhen, entsprechend den Überschuss auf der Startkante vermindern und den Überschuss auf der Zielkante, auf dem Zielknoten erhöhen. Und jetzt haben wir noch eine weitere mögliche Operation. Wenn es keine aktiven Knoten mit großem Exzess mehr gibt, mit größer gleich Delta halbe, aber es gibt noch aktive Knoten, also der Fluss ist noch nicht zulässig, es ist noch ein echter Preflow, dann machen wir ein Reset auf dem Delta. Dann haben wir sozusagen alle großen Rohre, alle großen Überschüsse in diesem Fall, haben wir erledigt und setzen das Delta auf Delta halbe. Ganzzahlige Division, das heißt also Division mit Rest. Wenn Sie eine ungerade Zahl ganzzahlig dividieren, kommt eben abgerundet raus. So, vielleicht mehrfach, so lange, bis Sie Knoten mit Large Excess mit größer gleich Delta halbe haben und dann geht das Spielchen weiter, dass Sie mit diesen Knoten rumhantieren. Aber, oder es kann sein, dass Sie merken, dass Sie keine aktiven Knoten mehr haben, überhaupt keine mehr haben, wenn Sie bei Delta gleich 0 angekommen sind. Der Fall kann, solange es noch aktive Knoten gibt, kann dieser Fall gar nicht auftreten. Das heißt also, ganz kurz, wo waren das jetzt? Until there's an active node with large excess. Nur der Fall kann überhaupt auftreten, solange es noch aktive Knoten gibt. Der Fall, dass Delta gleich 0 wird, weil wir keine Knoten mit Large Excess kriegen, kann nicht auftreten, solange es aktive Knoten gibt. Weil irgendwann, wenn wir Delta nur oft genug dividiert haben, gibt es einen aktiven Knoten mit Large Excess. So, und das ist die Idee. Das ist im Grunde alles. Ja, wir haben eine weitere Art von Operation. Also wir beschränken uns auf die Knoten mit Überschuss mindestens Delta halbe. Die anderen gucken wir uns gar nicht an.
Und schrittweise, wenn wir keine solchen aktiven Knoten mehr haben, dann halbieren wir halt das Delta halbe. Und wenn dann aktive Knoten mit größer gleich Delta halbe da sind, dann geht das Spielchen von vorne los mit diesen Knoten. Wenn keine da sind, dann müssen wir nochmal Delta halbieren und nochmal, solange bis wir wieder aktive Knoten haben. Das ist, und da wir ja erst dann, wenn wir keine aktiven Knoten mit großem Exzess haben, erst dann das Delta halbe, Delta durch Delta halbe ersetzen, ist die Invariante beibehalten, dass der größte Überschuss immer kleiner gleich Delta halbe wird, Delta halbe ist. So, ich glaube, da ist noch ein Punkt zu diskutieren. Das können wir aber heute nicht mehr machen. Das ist die Grundidee. Wie gesagt, eine Idee, die genauso auch mit nicht heuristisch, mit korrekten Algorithmen und richtig guter asymptotischer Komplexität auch übertragbar ist, auch übertragen worden ist auf verschiedene andere Problemstellungen und verschiedene Algorithmen, die man auf die Art und Weise Scaling-Algorithmen heißen. Die, sollte ich dazu sagen, Excess-Scaling hier ist nur ein Beispiel. Man kann auch Capacity-Scaling machen, das heißt eben nicht die Überschüsse schrittweise skaliert werden, sondern die Kapazitäten zum Beispiel. Man kann prinzipiell alle reellen Werte, ganzzahligen Werte besser, die irgendwo auftreten, kann man skalieren. Sie könnten sich vorstellen, bei Minimum Spanning Tree die Kantenlängen zu skalieren, dass sie nur die kleinsten, größten, also bei Maximum Spanning Tree, dass sie nur die größten Kantenlängen zuerst betrachtet. Da macht es wenig Sinn, aber theoretisch denkbar wäre es. Also alles, was reelle Zahlen sind, darauf ließe sich prinzipiell Scaling anwenden. Das, was Sie eben machen, wenn Sie eine große Menge von Aufgaben zu organisieren haben, dass Sie erst die großen Aufgaben hernehmen, Skalierungsschritt, dann, wenn die eingeplant sind, die nächstgrößeren Aufgaben hernehmen, möglicherweise an den großen Aufgaben noch was rumschieben müssen, um diese nächstgrößeren Aufgaben reinzuschieben, dann wieder die nächstgrößeren und so weiter. So, für heute sind wir damit am Ende und damit möchte ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit und für die heute eher weniger umfangreichen Fragen bedanken.